Danke Ihnen schön für Ihre Begleitung. Hier bin ich zu Hause. Sie werden mich heute Abend noch in Ihr Haus bitten. Ich werde nicht. Verlassen Sie sich darauf. Na, bin ich ein guter Prophet? Jetzt müssen Sie mich schon mit in den Keller nehmen. Heute kommen die blauen Husaren, Juchai und die Mädchen sind alle. Sind manche gefahren. Was will ihr denn ein? Schämen Sie zum Teufel und stellen die Probe nicht! Also, nun mal mit der Ruhe, ja? Sagen Sie mal wieder. Ja, hallo, Käthe, Sie süße Gewitterziege. Wie geht's denn die ganze Zeit? Ach, der Herr Oberleutnant, nee, also das ist ja nur geradezu ein Jammer. Wieso, ist was passiert? Nee, aber die gnädige Frau ist nicht da, die hat ihn doch geschrieben. Haben Sie ihn denn nicht mehr bekommen? Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend mehr. Nee, die Frau, das muss ein Irrtum sein. Also das ist ganz bestimmt ein Irrtum. Wieso ein Irrtum? Ja, der meint nämlich mich. Dich? Sie hat ihm den Kaffee nur geschenkt, um sie zu bestechen. Damit sie ihn Auge zudrücken, wenn er mal so ein bisschen... Ach. Ich habe eine Bitte an Sie, ja? Lassen Sie Herrn einen Augenblick Zeit, sich zu beruhigen. Ich weiß nicht, wie Sie dazu kommen. Mich in diese Angelegenheit zu mischen, das will ich Ihnen sagen. Ich liebe diese Frau. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Anna, du kannst doch nicht. Du darfst ganz ruhig sein, wir können morgen weiter probieren. Was ist denn geschehen? Er fährt heute Nacht wieder weg. Warum denn? Freiwillig, ohne Befehl.